Und jetzt heißt es wieder, was ist das? Ihre Show zum Mitraten bei Pearl TV. Und hier ist Ihr Gastgeber, Manuel Becker. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu Hause. Sie haben sich richtig entschieden. Und was ist das eingeschaltet? Das ist das erste Quiz im deutschen Teleshopping. Und das Prinzip ist recht einfach. Wir haben zwei Moderatoren von Pearl TV, die ganz einfach Produkte erraten sollen, anhand von Hinweisen. Sie zu Hause, Sie können mitraten und die Produkte aus der Sendung bestellen. Das machen Sie ganz einfach unter der 0180 51 51 und dann dreimal die 2 oder auch im Internet unter pearl.tv. Und heute gibt es das Duell der Männer. Der Moderatoren, Entschuldigung, Sie haben richtig gehört. Heute gibt es den Kampf der Giganten. Mit seinem Lächeln erhält er nachts ganze Kleinstädte. Hier kommt der Dr. Best des Teleshoppings, Carsten Ruhland. Schöne, was für eine schöne Anmoderation. Ja. Ich danke dir vielmals. Gerne. Und vor ihm ist keine Zahl sicher. Er hat in meiner Anmoderation jetzt schon mehr Wurzeln gezogen als mein Zahnarzt letzte Woche. Hier ist Graf Zahl von Pearl TV, Ralf Jansen. Guten Tag. Hallo. Erst mal dabei. Ja. Bist du aufgeregt? Ja, ich bin gespannt. Du bist gespannt? Sehr schön. Heute gibt es ja das Duell der Giganten. Schauen wir mal, ne? Ihr seid bereit dafür. Definitiv. Wir haben auch eine kleine Privatwette, glaube ich. Ja. Es geht um was hier. Ja, dementsprechend. Also wir kämpfen nicht nur um die Ehre. Der steigt kontinuierlich, genau. Wunderbar. Dann kommen wir gleich zu den Regeln. Ja. Es gibt heute 5 Runden und 5 Produkte. Ich werde euch in jeder Runde Hinweise geben, mit denen ihr das gesuchte Produkt erraten sollt. Wer antworten möchte, muss buzzern. Die erste Antwort zählt. Antwortet ihr richtig, gibt es für euch einen Punkt. Antwortet ihr falsch, bekommt der Gegner einen Punkt. Danach könnt ihr beide die Frage weiterspielen. Das heißt, ihr seid da noch nicht aus dem Spiel. Die Finalfrage gibt doppelte Punktzahl. Auch bei falscher Antwort. Das heißt, antwortet ihr in der Finalfrage falsch, kriegt auch der Gegner 2 Punkte. Okay. Ich brauche die Bezeichnung des Produktes so genau wie möglich. Das heißt, wäre das gesuchte Produkt eine Speicherkarte, dann möchte ich nicht nur wissen, dass es eine Speicherkarte ist, sondern auch, wie viel Gigabyte da drauf passen. Okay. Oder wie viel Gigabyte es hat. Aber du brauchst nicht Hersteller oder Bestellnummer oder nicht. Irgendwie interne Artikelnummer oder sowas. Ne? Nein. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Aha. Wir machen kurz einen Buzzer-Test. Ja. Funktioniert. Also daran kann sich liegen. Dann würde ich sagen, starten wir mit Runde Nummer 1. Ja. Was ist das? Aussehen, schwarz und Hochglanz. Besteht aus 2 Materialien. Kann innen und außen verwendet werden. Man kann damit etwas fernsteuern. Laden per Micro-USB. Bis zu 10 Stunden Betrieb. Haben Sie es zu Hause schon raus? Raten Sie mal weiter. Man kann damit sprechen. Man kann es auch im Auto nutzen. Carsten. X10 Octa. X10 Octa. Die Antwort, Carsten, ist falsch. Ja. Das gibt Hochglanz, schwarz, stimmt nicht. Das gibt schon mal den ersten Punkt für Ralf Jansen. Mal ein Versuch. Wir machen weiter. Darf er jetzt nochmal antworten? Er darf weiter antworten. Ja. Ich habe so einen Verdacht, aber ich höre mir das wir ein bisschen an. Nochmal zurück. Ständiger Begleiter bei Tag und Nacht. Man kommt nicht mehr zu spät zu Terminen. Man muss nie mehr in Taschen kramen mit dem Produkt. Es ist eine clevere Ergänzung. Es ist nicht nur clever, sondern auch smart. Das ist unsere Freisprech-Smartwatch. Freisprech-Smartwatch. Es ist tatsächlich der letzte Hinweis gewesen und es stimmt. Ja! So, jetzt, das gibt den zweiten Punkt. Jetzt bin ich ganz ruhig, weil die Kölner haben immer, wenn sie gegen Freiburg spielen, wenn sie hinten liegen, haben sie die Hosen voll, kann also nichts mehr passieren. Ja, und wir schauen uns das Produkt mal an. Da sehen wir es. Carsten, was war denn da los?
Ja, also mit dem Hochglanz war ich mir auch nicht ganz so sicher. Farbliche Gestaltung, Hochglanz, Mattschwarz ist so eine Sache für sich. Ansonsten war ich mir eigentlich relativ sicher mit der Akkulaufzeit. Ja. Ich habe zwischen dem X10 und dem X13 geschwankt. Das sind ja unsere Touchlets, unsere Berührungscomputer. Hab's einfach mal drauf ankommen lassen. Ja? Die Uhr wäre ich jetzt nicht unbedingt gekommen. Ja, da haben wir wirklich ein Schmuckstück, ein Bestseller hier bei Pearl TV. Ja, definitiv. Die Freisprech-Smartwatch. Du hast die erste Runde richtig gehabt. Das heißt, du bekommst auch das Produkt. Ja, Dankeschön. Danke. Gerne. Jetzt fehlt nur noch das passende Handy mit dazu, oder? Das Schöne ist, du kannst ja für Android und die iPhones benutzen. Richtig. Es ist halt klasse, wenn du Sport machst. Also einfach, oder wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, hast du dein Smartphone in der Hosentasche, brauchst es nicht rausholen, kriegst alle wichtigen Nachrichten auch über die Social Networks, wie man so schön sagt, also über die sozialen Medien, Twitter oder Facebook oder WhatsApp, das kriegst du alles. Ja. Und das Tolle ist, du kannst damit auch nicht nur telefonieren, sondern auch Musik steuern. Oder über Android sogar Fotos per LiveView sich angucken. Ja. Damit hast du auch Erfahrung gemacht, Carsten. Das hat auch richtig super geklappt, oder? Ich war damit sehr, sehr zufrieden. Vor allen Dingen ist also hier diese kabellose Verbindungsspitzenklasse. Das baut sich rucki-zucki miteinander auf. Das heißt, auch einmal miteinander gekoppelt, findet die Uhr immer wieder das passende Handy und andersrum. Und dann kannst du direkt einsteigen in die ganze Geschichte. Und ich habe jetzt eben vor der Sendung noch kurz ein paar Minuten draußen gestanden, mit dem Handy in der Hand, eiskalte Finger. Da ist natürlich sowas eine wesentlich angenehmere Geschichte, denn sowas können Sie auch ohne weiteres mal mit angezogenen Handschuhen benutzen. Und ich glaube, wir reden da von einem Preis von, ich glaube, um die 20 Euro oder was. Also da kenne ich Smartwatches, die um ein Vielfaches teurer sind. Ne? 25,56 Euro mit der NX4208 und der 569. Also ganz schnell anrufen. Und damit ist man ja dann auch super mobil. Ja, eben, genau. Also das ist ja wunderbar. Du hast es immer dabei. Und du musst eben auch nicht mehr in der Tasche kramen. Ja. Und richtig schick ist sie auch. Sie sieht richtig spacig aus jetzt hier. Und mit 10 Stunden Akku, da hast du aber wirklich lange Zeit und viel. Du musst du nicht dauernd aufladen. Ich muss zugeben, bei den 10 Stunden bin ich etwas nervös geworden, weil der Ralf immer hervorragend die Akkukapazität von unseren Geräten kennt. Und wenn man genau weiß, 6000 mA sind dann, weiß ich nicht, 8 Stunden und 10.000 mA sind 12 Stunden und so weiter. Da musste ich vorlegen. Ja. Ich war erst auch beim Tablet, beim X10 Octa, aber das ist nicht Hochglanz, das ist Mattschwarz, das ist Aluminium. X13 war gleich draußen, weil das ist Silber. Richtig. Und wir machen weiter, steht 2-0. Wir starten mit Runde 2. Was ist das? Das Produkt in Runde 2 hat eine Empfehlung der Redaktion vom PC-Magazin. Kann per Netzteil oder mit Lithium-Ionen-Akku betrieben werden. Verfügt über 6 Schnittstellen. Passt in jede Tasche. Ein Gerät zu Hause als auch im Urlaub zu benutzen. Wiegt ein Viertelkilogramm. Haben Sie zu Hause schon raus, was es ist? Die beiden noch nicht. Die Höhe des Produktes beträgt 44 mm. Es besitzt einen 3,5 mm Klinkestecker. Man braucht 2 AAA-Batterien für die Fernbedienung. Bei diesem Produkt muss keiner mehr in die Röhre schauen. LEDs halten bis zu 20.000 Stunden. Ah. Ralf. So, es kann sich jetzt nur um einen Beamer handeln. Ja. Und zwar. Die Antwort ist noch zu wenig. Jetzt muss ich sagen, welcher. Also. Müssen wir das näher eingrenzen. Ja. Okay, also. Lass mich nochmal. Was war die Höhe? 4,4. Das grenzt ein. Das ist unser Mini-Clip-Beamer. Da lege ich mich jetzt fest. Mini-Clip-Beamer. Sicher. Ganz sicher. Lege ich mich fest. 4,4 Zentimeter Mini-Clip-Beamer. Ralf. Falsch. Die Antwort ist richtig. Beim Beamer war ich auch. Ich habe eine ähnliche Überlegung gehabt, gerade wie du auch. Ich war erst bei einer Powerbank, aber 6 Anschlüsse, 6 Schnittstellen. Geht haben nicht. Wir nicht. Haben nicht. Geht nicht. 3,5 mm Klinke, da gibt es, glaube ich, tausende Artikel, die sowas haben. Ja. Da haben wir einen. Das ist ein Hammerteil hier übrigens. Das haben sie uns auf der Messe in Berlin, weißt du, Ralf, letztes Jahr aus den Händen gerissen. Die Presse stand vor uns, die internationale Presse sogar. Weil das Teil ist der absolute Hammer. Sogar noch ein Media-Player drin. Also besser geht's nicht, gerade für den mobilen Einsatz jetzt hier. Der passt auch in die Laptop-Tasche. Kannst du gerade mit reinmachen. Ja, nimmst einen Beamer mit oder im Handschuhfach. Einfach mal so ein DVD-Abend so zwischendurch. Und ich wusste aber, weißt du was, ich habe das noch nie gesehen, dass man. Ach nee, die Batterie war das. Die Fernbedienung mit Batterien. Mhm. Gell? Jetzt habe ich's. Okay, gut, dann ist alles klar wieder. Ich meine, das hat mich so ein bisschen verwirrt. Man kann
muss sogar per Netzteil und Lithium-Ionen-Akku kann das betrieben werden. Ich habe sogar zuerst ehrlich gesagt an unsere Outdoor-Kamera zur Wildbeobachtung gedacht. Das war so mein erster Gedankengang. Ja. Das war so mein erster Ansatz, aber dann passten die ganzen Anschlüsse und so weiter nicht dazu. Ja, mit der Höhe, das war clever kombiniert. So, sehr gut. Runde 2. Herr Kölner, das steht 3 zu 0. Ja. Ich weiß das. Ich weiß das. Runde 2 geht auch an dich, Ralf. Das heißt, für dich gibt es auch den hier. Wunderbar. Das Tolle ist ja, der hat groß 42 Zoll Bildschirmdiagonale. Das heißt, das sind 107 Zentimeter. Das ist riesengroß für das kleine Ding. Und man hat sogar eine Fernbedienung dabei. Und das für 47,41 €. Das ist also ein klasse Preis. Mhm. Und perfekt für Familienfeste ist er auch. Oder für die Hochzeit. Mhm. Auch klasse. Absolut. Oder mal eben zu einem Kumpel vorbeigehen und mal sagen, pass mal auf, lass die Glotze mal aus, schmeiß mal hier die Leinwand an und dann guckst du dir mal so einen schönen Blockbuster mal gerne mal auch mal mit Kino-Feeling zu Hause an oder bei einem guten Bekannten. So eine super Angelegenheit. Und was kostet Kino? Überleg mal. Ja, ganz ehrlich, wenn du mit 3 Mann ins Kino gehst, hast du so einen Teil schon locker mal bezahlt. Ja, auf jeden Fall. Popcorn hast du da aber noch nicht mit dabei. Nee. Und das Tolle ist, er hat ja auch nur 15 Watt Stromverbrauch. Das heißt, er ist super stromsparend. Mhm. Also haben wir wirklich ein klasse Produkt und ein echter Bestseller von der IFA. Also kann man nur empfehlen, kriegen Sie mit der PX 8826 unter 569 4741. Klasse Preis. Also ganz schnell anrufen. 0180 51 51 3x die 2 oder im Internet auf pearl.tv bestellen. Also ganz schnell sein, der ist so schnell vergriffen gewesen. Also da müssen Sie sich beeilen. Habt ihr auch Beamer zu Hause? Ich habe einen, ja. Du hast einen? Selbstverständlich. Für verschiedene Veranstaltungen brauche ich den und ab und zu schalte ich den auch zu Hause ein. Ja, du hast noch keinen? Ich habe meinen wieder vor 2 Jahren verkauft, weil irgendwann also auch das Leuchtmittel, eine klassische Birne, dann also irgendwann kurz vor Exitus war. Und da habe ich mir gedacht, bevor du jetzt nochmal 300 Euro für eine neue Birne bezahlst, verkaufst du lieber den ganzen Beamer. Den großen Beamer mit 2800 Lumen von uns, den habe ich ganz klar auf dem Zettel. Der ist vom Preis her fantastisch und auch von der Ausstattung her. Wobei, der hat natürlich auch definitiv seine Vorteile und seine Daseinsberechtigung, gerade für den mobilen Einsatz gibt es meines Erachtens nichts Besseres als dieses kleine Teil hier. Ja, also schauen wir mal. Mal gucken, was die Geschäftsleitung zu Hause dazu sagt. Ja, die gibt bestimmt beide Daumen nach oben. Ja, die freut sich dann immer. Anrufen. PX 8826 und die 569 für den Miniclip-Beamer. Mhm. Und ich finde, wir sollten weitermachen mit Runde Nummer 3. Mhm. Was ist das? Das Produkt wird über 3 Tasten bedient. In das Produkt ist ein digitaler Signalprozessor eingebaut. Verfügt über die Technik Enhanced Data Rate. Standby-Zeit von 96.480 Minuten. Jetzt will ich was umrechnen in Tage. Okay. Produkt kann zu Hause, im Büro und unterwegs verwendet werden. Haben Sie schon eine Antwort zu Hause? Mach mal weiter. Der eingebaute Akku ist austauschbar. Das Produkt erhöht Ihre Sicherheit. Lade- und Statusanzeige per LED. Es kann von 2 unterschiedlichen Personen benutzt werden. Unterwegs ist das Produkt immer auf Augenhöhe. Also auch, Ralf. Ich antworte jetzt mal, obwohl eine Angabe nicht stimmt dann mit meiner Antwort. Und ich sage jetzt mal, das ist unsere Freisprecheinrichtung fürs Auto, die man oben an die Sonnenblende klebt. War auch meine erste Überlegung. Ja, ja. Aber die kann man zu Hause nicht verwenden. Die kannst du auch schon, oder was dran machen, aber macht also keinen Sinn. Ne? Ich lege mich trotzdem fest, ich sage, das ist es. Machst du das? Ja, das mach ich. Triple. Das ist die große Frage, Ralf. Werden wir gleich wissen. Nee. Hat der Carsten auch jetzt einen Punkt? Nee, ich glaube ja. Ich habe auch drüber nachgedacht. Ja. Mein erster Gedanke. Aber dieses Zuhause, das habe ich jetzt aber alles. Da waren schon 2 Angaben drin. Ich mach's kurz. Ja. Es stimmt. Das gibt einen weiteren Punkt. Jetzt, Herr Roland, jetzt müssen Sie sich mal langsam anstrengen. 14-0. Carsten, was ist denn da los? Wir schauen uns das Produkt mal an. Dieses auf Augenhöhe, das hat mir noch gefehlt. Da habe ich gedacht, das kann nur das sein. Ja. Nur das Zuhause hat mich unglaublich verwirrt. Ja. Ja, aber und man kann in der Stelle der Zeit die Minuten in Stunden umrechnen. Oder in Tage oder was. Oder die, es sind 1608 oder 1607 Stunden auf jeden Fall. Das war clever, dass sie nicht die Tage gesagt hat. Ich glaube, 8 Tage oder was hält der Akku, ne? Der hält länger. Länger? Ja, viel länger. Okay. 67 Tage hält er. 67 Tage, okay, ja. Gut. Hatte ich gerade ausgerechnet, ja. Ja, ja, du hast es mir gerade ins Auge geflüstert. Du hast es mir gerade ins Auge geflüstert, das stimmt.
Ralf, du kriegst auch das dritte Produkt. Bitteschön. Ja. Das ist ja wunderbar. Also wirklich ein ganz klasse Produkt. Und damit ist wirklich die Sicherheit gewährleistet, wenn man dann Auto fährt. Mhm. Das ist ganz wichtig. Da darf man nicht telefonieren. Ist einfach so. Und damit geht das dann ab jetzt. Und das ist klasse. Habt ihr eine Freisprecheinrichtung im Auto? Ja, ich habe eine. Also ich habe einmal ohne telefoniert. Das war mir ich selber. Ich habe selber gemerkt, wie unsicher ich bin beim Autofahren. Ja. Ja, und dann kam sofort die Freisprecheinrichtung. Und ich habe sogar die genau an meine Sonnenblende gemacht, weil es so einfach ist. Und die Klangqualität ist übrigens überraschend gut. Ja. Früher hattest du immer, wenn du mit Freisprecheinrichtungen telefoniert hattest, diesen Hall, dieses Echo, das immer alles zweimal oder dreimal gehört, hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Und das ist da eben nicht so. Du kannst hier halt auch ganz einfach dein Smartphone oder dein Bluetooth-fähiges Gerät dann einfach daran andocken und dann geht das los. Und du hast einfache Tasten hier. Wir haben nur 3 Tasten. Es ist eine super einfache Bedienung. Das war der Hinweis, der mich auf das Ding hier gebracht hat eigentlich. Ne? Ich glaube, wir sind beide, glaube ich, an der gleichen Stelle skeptisch geworden, dass er von zu Hause sprach. Ne? Man kann es theoretisch auch zu Hause benutzen. Du kannst es überall machen. Du kannst es hier auch. Die wollten uns nur ein bisschen irreführen. Ja, ich glaube auch. Wäre fast gelungen. Bei mir hat es funktioniert. Wir haben uns Mühe gegeben auf jeden Fall. Carsten muss auf jeden Fall aufholen. Ja, also, ich merke das. Ich habe also keine Lust auf der Klatsche hier. Jetzt muss ich mich echt mal anstrengen. Ja. Das Freisprechsystem kriegen Sie mit der HZ2718569 für gerade mal 18,91 €. Also ganz schnell sein und die Sicherheit im Auto gewährleisten. Das ist ganz wichtig. Und wenn es so schön ist und auch so handlich, man kann das ja einfach in die Sonnenblende klemmen und dann ist es weg. Das heißt, man muss es nicht in der Hand halten. Da sieht man das auch. Also das ist wirklich klasse. Also ganz schnell anrufen. 0180 51 51 dreimal die 2 oder das Freisprechsystem im Internet bestellen auf pearl.tv mit der HZ2718 und der 569. Wenn du dir überlegst, 18,91 €. Wenn du dir da mal überlegst, dass du bei manchen Herstellern ein Kabel-Headset mit diesen In-Ear-Steckern da zum Teil schon mit 40-50 € bezahlen musst. Mhm. Ja? Und hier kriegst du also eine kabellose Freisprecheinrichtung und übrigens stimmt mit einer fantastischen Sprachqualität für noch nicht mal 20 €. Manuel, ich hätte noch eine kleine Bitte. Könntest du den Herrn Ruland mal fragen, wie steht? Ich würde es mal gerne sagen. Gerne, generell. Wie steht's? Carsten, wie steht's denn? Warte, lass mal gucken. Ja, es ist langsam spät geworden. Gut, es wird nämlich Zeit für Runde 4. Was ist das? Das Produkt arbeitet selbstständig, wenn Sie nicht zu Hause sind. Kann jederzeit manuell bedient werden. Farbe weiß. Fenster oder Boden? Carsten. Jetzt bin ich gespannt, Carsten. Das ist unser Staubsauger-Roboter. Da lege ich mich fest. Nein, das ist der Staubsauger-Roboter. Und zwar der weiße. Mit der Ladestation, beutellos das ganze Ding. Wir haben 2 verschiedene. Wir haben einmal den roten und den weißen. Das ist der weiße Staubsauger-Roboter. Weil ich Farbe weiß gesagt habe. Richtig. Es tut mir im Herzen weh, Carsten. Aber diese Antwort ist falsch. Fensterputzroboter. Ja, bei 4-0 muss ich bei 4-0 Ich mach's auch hier kurz. Auch diese Antwort ist falsch. Okay. Krass, du kriegst einen Punkt. Das ist der erste Punkt. Was haben wir denn noch im Weißen, was selbstständig arbeitet? Mach weiter. Ich war bei Farbe Weiß. Gott sei Dank warst du schneller beim Drücken. Aber okay, ich habe jetzt auch den Minuspunkt. Ich war bei Farbe Weiß. Mhm. Ja. Verschiedene Programme können eingestellt werden. Anzeige für leere Batterie. Verbessert einen Gegenstand, den man zu Hause hat. Benötigt 3 Batterien Typ AA. 3 Adapter sind im Lieferumfang enthalten. Kann von jedem ohne Vorkenntnisse sofort in Betrieb genommen werden. Spart Ihnen 250 € pro Jahr ein oder sogar mehr. Geht beides. Sorgt für Ihr Komfort und Klima zu Hause. Jetzt kommen wir zum letzten Hinweis. Haben Sie es schon raus, liebe Zuschauer? Ich stehe auf dem Schlauch. Erkennt, wenn Sie die Fenster geöffnet haben und reagiert dann dementsprechend. Das kann ja eigentlich nur irgendein Lüfter sein. Ja, was? Ein Heizlüfter. Ist das? Aber automatisch, da muss ein Thermostat haben oder sowas, oder eine Alarmanlage. Aber was ist weiß bitte von denen? Die kleinen, aber da passen diese Batterien nicht rein. Die haben kleine Knopfzellen. Also ich gebe noch einen extra Tipp. Ja. Okay. Man muss das an etwas anbringen, was man zu Hause. Also ich mach's jetzt einfach. Ja. Das sind unsere Heizungsthermostate. Heizungsthermostat.
In weiß. Ja, Farbe weiß stimmt auf jeden Fall. Mhm. Und das Heizungsthermostat? Auch, das stimmt. Doch noch einen Punkt geholt. 6-1. Das ist unglaublich. Wir waren so aufgeregt. Wir uns das Produkt mal. Ja, aber war eine Absicht, dass wir uns hier in die falsche Ecke schießen. Da muss man aufpassen. Die wollen uns hier absolut in die falsche Richtung schicken. Aber immerhin hast du jetzt schon mal einen Punkt, Carsten. Ja, wie ist es etwas? Ja. Also es geht nicht. Du verlierst hier nicht zu null. Wir haben hier ein tolles Heizthermostat. Ihr habt beide Heizungen zu Hause. Gehe ich mal von aus. Ich wohne in einer Waldhütte. In einer Waldhütte. Ich freue mich über jedes Mal, wenn ich fließend Wasser hole. Oben im Baumhaus. Ich gehe jeden Morgen um sieben Wasser holen. Ja, shit. Ich trage auch Lendenschurz in meiner Freizeit übrigens. Wann macht ihr die Heizung aus? Ich will nicht so Sachen erzählen. Jetzt habe ich Bilder im Kopf. Nee. Ich ignoriere das einfach. Wir haben uns davon noch unterhalten über die Heizung und über das Schlafengehen mit und ohne Heizung. Das ist richtig. Damit kann man das ja super einstellen, beziehungsweise es wird selber eingestellt. Jetzt weiß ich ja, warum du mir das alles erzählt hast eben. Ja, Das wollte ich gar nicht, das war gar nicht meine Intention, aber hey, wir hatten das hier. Aber du sparst dadurch auch enorm Energie, du hast es vorhin gesagt, 250 Euro oder mehr. Und das ist ja keine Zahl aus dem Himmel rausgezogen, sondern wenn du wirklich punktgenau heizen kannst, zeitlich eingestellt, an die Außentemperaturen das angepasst, das ist perfekt. Ansonsten und das nicht fürs Ganze aus, runter. Sondern von Raum zu Raum, das ist also wirklich toll. Und jetzt, was kostet so ein Ding? 14? 14 Euro und 16 Cent. Ja, was hast du? 4-5 Heizungen. Also das heißt, du startest im Prinzip die ganze Wohnung aus, keine 100 Euro und sparst unglaublich viel Geld. Ja. Das ist eine ganz hervorragende Angelegenheit, finde ich jetzt hier. Überhaupt diese ganzen Thermostatregler, überhaupt dieses ganze Prinzip, also auch das Haus quasi oder die ganze Wohnung komplett einzustellen. Da ist eine ganze Menge an Ersparnis drin und das Geld, was ich an anderer Stelle eben zum Fenster rausknalle, das kann ich damit natürlich hervorragend einsparen und dann lieber was essen gehen. Das Thermostat erkennt ja, wenn das Fenster offen ist und dann reguliert er das auch. Sie kriegen diesen Energiesparer mit der NX5050 unter 569 für 14,16 €. Das war eine sehr lange Runde, die wir jetzt gehabt haben. Das wäre für den letzten im Leben nicht drauf gekommen. Ja, deswegen, ich habe ja noch ein, zwei extra. Wenn ich einmal in so einer Produktgruppe drin hänge, wie eben Staubsaugerroboter oder was, in der letzten Sendung gegen Kati war es, glaube ich, dieser Wasserkocher. Wenn du da einmal drin hängst, dann kommt eine Info mit, der kannst du nichts anfangen. Ja. Da wieder was Neues, finde ich schwierig. Aber ich führe ja, dann habe ich gedacht, jetzt kann ich mal ein bisschen riskanter spielen. Und habe dann, ich sag, ein bisschen Glück gehabt, muss ich sagen. Wir kommen jetzt zum Finale. Was ist das? Ich sage es nochmal dazu, hier zählen die Punkte ab jetzt doppelt. Das heißt, antwortet ihr falsch, kriegt der Gegner auch gleichzeitig zwei Punkte. Mach das mal, mindestens zweimal, Herr Jans. Ja, dann. Ich kann mir einmal leisten und du richtig, dann habe ich immer noch 6,5. Ja, ja. Das Produkt besteht aus Kunststoff. Zwölfteiliges Montagezubehör im Lieferumfang. Die wollen uns wieder auf eine falsche Fährte locken. An verschiedenen Stellen montiert werden. Jetzt soll ich drücken und 4K kennen. Das passt auf 16.000 Artikel. Ja, aber im Kunststoff, da ist Elektronik drin. Das wäre nicht nur aus Kunststoff. Ja. Also verfügt nicht sein. Über eine Bewegungserkennung. Die sind wir immer noch dabei. Unterstützt Micro-SD-Karte bis 32 GB. Immer noch. Farbe. Die wollten uns verärgern. Schwarz. Immer noch. Produkt ist nach Schutzklasse IP68 zertifiziert. Immer noch. Sie zu Hause, Sie kennen die Antwort schon. Sie wurde nämlich schon genannt. Austauschbar. Oh, danke. Also gut, dann bleibe ich dabei. Also es passt alle. Ich wollte beim ersten schon drücken. Das ist unsere 4K Action Cam. 4K Action Cam? Ja. 4K? Nur Kunststoff. Da ist Elektronik drin. Und Elektronik ist kein Kunststoff. Also das ist das Einzige, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat. Könnten ja nicht alle Komponenten sein. Ich kann dich auch gerade an der Nase herumgeführt haben und es geht gleich weiter. Dachte ich auch. Ich sage gleich beim zweiten Hinweis, habe ich halt die 4K. Wenn es jetzt falsch ist. Wir gegen den zwölfteiligen Set. Ne? Das richtig, schon daher. Sind die Halterung nicht Montagesets? Für mich ist Montage so Schrauben und Dübel und all sowas. Jetzt bin ich gespannt. Das heißt aber Montageset. Und, Herr Ralf, Becker, die Antwort im Finale. Die stimmt. So. Das sind zwei Punkte. Ja, das war deutlich. Das ist halt, wenn Köln gegen Freiburg spielt, dann sind solche Ergebnisse keine Seltenheit. Okay, Chapeau, Herr Kollege. Und ich bin dafür, dass wir uns das Produkt mal anschauen. Ja, gerne. Die 4K Action Cam
Ist das nicht schön? Aber das ist ein Hammer, die liegt, glaube ich, bei noch nicht mal 100, 145 Euro oder was. Und wenn du dir mal andere Action-Cams anschaust, die also auf ähnlichem Niveau agieren, da bist du locker mal bei 300 Euro. Und da kriegst du die Kamera, das Gehäuse und sonst noch nichts dazu. Hier hast du noch ein 12-teiliges Zubehörset und kannst diese Wahnsinnskamera wirklich überall montieren. An jedem Gestänge, an jeder Halterung, alles das, was du nutzen möchtest, kannst du hier wirklich nutzen und tolle Aufnahmen machen. Achso, auch die Zeitlupen, Zeitraffer, auch cool, Einstellungen. Ja. Was ich auch toll finde, Unterwasseraufnahmen. Und zwar jetzt nicht nur im Bächchen nebenan, sondern wirklich im Meer bis 30 Meter Tiefe. Ja. Und was du da für faszinierende Aufnahmen machen kannst. Aber jeder hat so ein Hobby, wo es faszinierende Aufnahmen gibt, wenn es Bergwandern ist. Der andere Verrückte springt Bungee selbst Motorradfahren, Rollerfahren, Fahrradfahren ist genau das Gleiche. Da kannst du faszinierende Aufnahmen machen. Schau dir diese schönen Bilder mal an. Ja. Das ist wirklich klasse. Das ist spektakulär. Wir reden also hier von 4K UHD-Auflösung. Das allein ist schon mal ein absoluter Knaller. Ja. Und das mit 24 Bildern pro Sekunde. Das ist Spitzenklasse. Ja. Ton natürlich ebenfalls mit dabei. Und das 12-teilige Zubehörset finde ich sensationell. Da hast du also wirklich Halterungen für jeden erdenklichen Bereich des täglichen Lebens. Dankeschön. Es gab mal so faszinierende Aufnahmen. Fire and Ice hieß der Film. Ja. Bogner hat ihn damals gedreht. Und die haben das auch mit solchen Action-Camps damals gemacht. Da sind die mit dem Fahrrad, glaube ich, sogar eine Eisbahn runtergefahren. Ja, richtig. Da kamen Aufnahmen. Oder auch beim Skifahren. Kannst du dich an den einen James Bond-Film erinnern? Ja. Die Verfolgungssagen mit dem Ski. Da sind sie auch so durch den Skifahren. Wald. Plötzlich kam, da kommt ja wirklich ein Baum. Ja, und dann duckst du dich. Aber solche Aufnahmen sind eben nur mit einer solchen Cam möglich. Und du hast gesagt, überall festmachen. Das ist unglaublich, diese Vielseitigkeit. Mhm. Also am Fahrrad, am Helm, am Arm, am Gürtel kannst du es festmachen. Ja. Und egal, was du das machst. Also Carsten, bei deinem nächsten Fallschirmsprung kannst du es auch gerne mal an den Kopf hängen. An den Helm. Ob ich das nochmal mache, Ralf, weiß ich nicht. Aber sollte es tatsächlich dazu kommen, werde ich mir die Kamera mal mitnehmen und dann lasse ich euch daran teilhaben. Und die Kamera ist ganz neu bei uns und jetzt schon ein Bestseller. Ja, also ganz schnell anrufen. Ja. Und die NX4224 und die 569 eingeben für diesen Bestseller, die Actioncam. Normalerweise kosten Actioncams mit 4K-Auflösung 500 Euro mindestens mal. Schön ist natürlich auch, dass ich und heute hier 142. Ich wollte nicht unterbrechen, dass ich jederzeit auf dem Kontrollmonitor, also auf meinem Smartphone oder Tablet auch schauen kann, was die für Bilder schießt im Moment. Das finde ich also nochmal hervorragend. Du kannst auch jederzeit kontrollieren oder auch im Display das anschauen. Also, und die Aufnahmen jetzt gerade vom Skifahren, das war auf dem Feldberg oben. Jetzt fährst du irgendwo im Gletscher, die schwarze Piste runter. Wahnsinn. Was meinst du, was da für Aufnahmen kommen? Ja, klar. Also das ist wirklich spektakulär. Gerade so aus der Ich-Perspektive finde ich das so faszinierend. So am Helm oder irgendwo so auch beim Skifahren hast du ja so einen Helm auf zum Beispiel, beim Fahrradfahren auch. Und da würde ich ganz auch einfach mal danach nochmal zu gucken, wo bist du da eigentlich lang gefahren, was hast du übersehen und wie knapp war es wirklich, ist schon spektakulär. Nicht nur was für Teenager, auch was für Erwachsene. Oder du fährst jemand hinterher und filmst den. Auch cool, auch richtig cool. Und wir haben ja hier 24 Bilder pro Sekunde. Das ist für den Preis nicht normal. Da sind andere Kameras wirklich teurer. Also du kannst aber auch nur ein Bild pro Minute machen. Natürlich. Durch den Zeitraffer. Das ist auch phänomenal. Also wenn es mal nicht Action ist, sondern wirklich langsam. Stell dir mal auf und mach ganz einfach mal den Zeitraffer an und dann filmst du mal einen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Das ist spektakulär übrigens. Ja, oder wie Blüten aufgehen und zugehen. Kannst du hier plötzlich, das geht dann ganz fließend, als wäre es, wir sehen das, als wenn Wolken drüber ziehen. Das siehst du also auch beim Wetterbericht oder so. Ja, ja, genau. Das ist ja auch nicht Echtzeit, das ist ein Zeitraffer von mehreren Stunden. Das kannst du selber mal machen. Ja. Also unsere Actioncam gibt es mit der NX4224 und der 569 für 142,41. Und wir schauen uns nochmal die Produkte der heutigen Sendung an. Da hatten wir ja ein paar. Wir starten mit Runde 1, da hatten wir die Callcell Freisprech Smartwatch für 25,56 mit der NX4208. Hier konnte Ralf die ersten Punkte holen. Runde 2 suchten wir dann den Mini-Clip-Beamer von Scenelights für 47,41. Mit der PX88265569 kommt auch der zu Ihnen nach Hause. Runde 3 konnte auch wieder Ralf den Punkt machen mit dem Freisprechsystem für 18,91. Dann hatten wir das Thermostat Drama und zu guter Letzt dann die Action Cam. Und wenn man das alles zusammenrechnet, die ganzen Punkte, dann kommen wir auf den Endpunktestand von 8:1. Heute für Ralf Jansen. Ja. Damit haben wir einen Gewinner und es gibt sogar noch einen Pokal. Es gibt einen Pokal. Da und kommt Goldregen. Und Goldregen, ja. Auch noch wunderbar. Gott, oh Gott. So. Dankeschön. Ja.
Pearl TV. Wieso hat mir denn keiner gesagt, dass Sabine den Pokal überreicht? Ich hätte mich doch ein bisschen mehr anstrengen müssen. Ja, jetzt. Also bei 8 zu 1. Du kannst ihn beim nächsten Mal schnuppern. Willst du mal schnuppern? Ja. Das ist meiner. Das kann ich mir gerne aus der Ferne anschauen. Ja, richtig. Das war eine weitere Ausgabe von Was ist das? Und wir schauen nochmal. Im Moment, Ralf, liegst du vorne mit der Kathi zusammen. Die hat die erste Sendung gewonnen. Carsten und Jana, die müssen noch aufholen. Ja, wir müssen noch was nachlegen. Das ist in jedem Fall war das die weitere Ausgabe von Was ist das? Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß beim Mitraten. Vielen Dank an unsere heutigen Kandidaten. Ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Spaß beim Bestellen und im weiteren Programm bei Pearl TV.